Hi, Schatz. Molly. Adi, Schatz. Hä? So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Letztens habe ich ein Video gesehen bei der Shenaya, die hatte verschiedene Samyang-Soßen getestet. Die hatte diese Too-Spicy-Soße, sie hatte diese Carbonara-Soße, sie hatte diese normale Samyang Bulldog Original. Was sie nicht hatte, war diese Samyang Bulldog Mayonnaise. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt. Die ist auch seit 7.22 abgelaufen. Jetzt ist 7.23, die ist seit einem Jahr abgelaufen. Ich habe die letztens in einem Video getestet. Schmeckt ganz normal, finde ich. Habe mich vor der Farbe gewundert, aber weil es ja eine Chili-Mayonnaise ist, ist sie halt irgendwie so orange, beziehungsweise ein bisschen dunkler. Shenaya hat nochmal ein anderes Video dann gemacht, wo sie gesagt hat, sie nimmt diese Plain Noodles von Samyang. Das sind Samyang-Nudeln, aber halt ohne Soße, wo man selber Soße dazu machen kann. Dazu habe ich auch schon ein paar Experimente gemacht. Aber hat sich gedacht, für ein Video nimmt sie alle Samyang-Soßen, mischt die zusammen und packt die an diese Nudeln ran. Das möchte ich jetzt auch mal machen, auch mal schauen, wie die schmecken. Denn ich habe ja auch noch diese Samyang-Bulldog-Mayonnaise dabei. Und deshalb bin ich gespannt, wie das ist. Das muss nämlich alles weg. Das kommt alles zusammen. Das halten wir mal für Thumbnail rein. So, Thumbnail fertig. Und eine Packung habe ich, glaube ich, noch davon. Was ich damit mache, weiß ich nicht. Die werde ich jetzt erstmal hier warm machen und mich zurückmelden, wenn die Nudeln fertig sind und wir die Soßen dranhauen. So, ihr seht schon, wenn man die Tüte nämlich hier aufmacht, da sind wirklich nur die Nudeln drin. Ich glaube, ich spinne. Wo ist denn die Soße? Ja, die Soße macht doch den ganzen Geschmack meistens aus. Das heißt, du könntest dir auch nur die Soßen kaufen und auf ganz normale Spaghetti drauf, dann hast du auch Samyang-Feeling. Nichtsdestotrotz sind das ja besondere Nudeln, die sehen besonders aus, die haben eine besondere Konsistenz, die schmecken besonders. Kein Vergleich zu Paldo-Nudeln, beziehungsweise Paldo-Nudeln, kein Vergleich dazu. Da warten wir jetzt, bis das ein bisschen weich wird und dann ist es eigentlich schon fertig. So, nachdem die Nudeln jetzt einigermaßen weich sind, aber immer noch hart genug, für mich packe ich das jetzt bei hier zum Abtropfen rein. Pupsi hat sich nämlich gerade auch irgendwas gemacht mit Fisch. Jetzt kann man das ein bisschen abtropfen lassen. Und diesmal kommt es nicht auf den Teller, sondern in diese Schüssel, weil Shenaya hat das auch aus einer Schüssel gegessen. Und das möchte ich jetzt mal nachmachen. Und plötzlich denke ich, wie viel ist das denn? Ist etwa so eine Packung Nudeln viel mehr als normalerweise, weil da nichts dran ist, sind da mehr Nudeln drin oder wie? Das sieht so viel aus auf einmal. Normal sind das doch nur drei Gabeln, die man isst. Und hier ist die komplette Schüssel voll. Four Bro featuring Samyang. Richtig genial. So, die Schüssel ist jetzt fertig. Hier können wir es euch nochmal zeigen, per Tageslicht. Die ist wirklich randvoll. Das hätte ich nicht gedacht. Da steht wirklich 4Bro drauf. Das wusste ich schon. Jetzt wollen wir hier mal ein paar Soßen einfüllen. Angefangen mit der ganz normalen schwarzen Samyang Bulldog. Da steht auch immer Shake Well. Die schmeckt gut. Das wissen wir ja schon. Die ist auch richtig scharf, richtig kräftig, schön würzig. Hat hier so eine rote feurige Note. So, das sieht schon gut aus, oder? So könnte man die Nudeln schon essen. Wenn man die ein bisschen rummacht, haftet das eh überall dran. Jetzt ist mir alles ins Gesicht gespritzt. Als zweites möchte ich die schärfere Variante nehmen, nicht die normale schwarze, sondern die rote. Das müsste ja die Too Spicy sein, obwohl hier nichts von Too steht, da steht nur Extremely Spicy. Das Komische ist, wenn ihr die schwarze probiert habt, und probiere die rote hinterher, kommt es einem immer so vor, als wäre die schwarze schärfer wie die rote. Kann aber gar nicht sein. Jetzt packen wir die hier drauf. Die sieht ein ganz kleines bisschen dunkler aus, wenn ich mir das so angucke. Die andere ist eher so hellrot. Die wird dunkler. Das kann ich... Ich drehe es mal kurz rum. Das ist die erste. Und das ist die zweite. Seht ihr da einen Unterschied? Stimmt, weil das verlaufen ist, sieht das jetzt halt alles gleich aus. Dann haben wir die Carbonara-Soße, Samyang Bulldog Carbonara, die mich auch total überrascht hat mit ihrem Geschmack.
Finde ich richtig gut. Habe ich letztens Hähnchenfleisch dazu nochmal gegessen. Und pack mal auch hier drauf. Die ist wieder ein bisschen heller. Bisschen cremiger auch. Sieht eigentlich aus wie Ketchup, wenn man die drauf macht. So. Und am Ende das Schlimmste von allem, was schon ein Jahr lang abgelaufen ist. Das Samyang Bulldog Chili Mayo. Hot Chicken Flavored Mayonnaise. Shinai hat auch gesagt, da musst du aber aufpassen, wegen den Eiern und so. Aber hier steht sogar drauf, Egg-Free. Da sind also nicht mal Eier drin. Heißt, es kann gar nicht schlecht werden. Ist doch trotzdem aber irgendwie sahniges Gepampe. Und weil ich ja nicht weiß, wie es normal aussieht, hauen wir so einen Sitz hier drauf. Das Samyang Chili Mayonnaise Teil, was aussieht wie Senfketchup. Richtig genial. Guck dir das an. Alles zusammen. Jetzt noch rummachen, dann probieren und die ganze Schüssel essen. Oh. Ich werde es auch wie Shinaya machen. Ich werde das alles jetzt hier in diesem Video essen. Ich werde es vielleicht verschnellern. Sie hat es irgendwie, glaube ich, vergessen zu verschnellern. Wir werden es jetzt einfach reinziehen, wenn wir es rumgemacht haben. Das ist auf jeden Fall so soßig. Das sieht so genial aus in dieser Schüssel. Und diese Schüssel ist auch viel besser sauber machbar. Also besser zu säubern wie der komische weiße Teller. An dem Teller sieht man nämlich immer alles. Aber am besten ist der Topf. Aber der Topf sieht fürs Video nicht schön aus, also machen wir es nicht im Topf. Wir haben es heute für euch so gemacht. Jetzt guckt euch diese Portion Samyang-Nudeln an. Und wie viel Samyang-Soße da dran ist. Das ist heftig, das ist krass und das ist auf jeden Fall scharf. Wir nehmen eine Gabel zum Probieren. Die Zunge brennt. Ah. Und die Augen sind auch am Start. Es schmeckt typisch nach Samyang. Es schmeckt genauso, wie ich damals diesen Schupfnudeltopf in Erinnerung habe. Wo ich mir auch eine ganze Flasche von den Nudeln draufgekippt habe. Von der Soße, meine ich. Das Carbonara merkt man auch ein bisschen raus, aber wird jetzt alles insgesamt. Das ist die scharfe Carbonara-Variante. Weil der Carbonara-Geschmack geht jetzt leicht unter. Das Scharfe kommt zum Vorschein. So kannst du dir eine scharfe Carbonara machen. Wir essen jetzt mal die Schüssel und sagen dann nochmal Tschüss. So, das war die ganze Schüssel mit allen vier Soßen. Mega genial, mega lecker. Ich glaube, die Soßen würde ich mir immer wieder kaufen, weil die Nudeln werden immer teurer. Die Soßen weiß ich gar nicht. Aber die Soßen halten ja eben länger und du kannst eben mehr mitmachen. Das war es von meiner Seite aus. Habt ihr die Samyang-Soßen auch schon mal probiert? Und danke für die Idee, Shinaya. Danke fürs Vormachen. Ich danke mir selbst fürs Nachmachen, das war richtig genial. Und ich glaube, die letzte Packung von den Plain Noodles werde ich wahrscheinlich auch so machen, weil das einfach geschmeckt hat und damit das alles mal ein bisschen verbraucht wird. Und sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.